Wenn Hannelore Weinert etwas Zeit hat, also eigentlich immer, dann denkt sie gerne zurück an die früheren Zeiten. An ihren Ur-Urgroßvater, der im Mostviertel einen Safari-Park gegründet hat. Jedes Wochenende ein voller Park. Den Tieren ist es gut gegangen. Doch als Hannelore den Park übernommen hat, ist sie vom Pech verfolgt gewesen. Zuerst ist der Elefant in die Jauchengrube gefallen. Der neue Zaun bei den Kängurus war niedriger als erwartet und der Löwe ist ins falsche Gehege gesperrt worden. Am nächsten Tag waren irgendwie alle Zebras weg. Das Einzige, was ihr geblieben ist, ist Giraffe Annabelle. Seit 20 Jahren ist niemand mehr gekommen. Seit 20 Jahren hat das Telefon nicht mehr geläutet. Seit wir uns kennen, hast du mit anderen Typen geschlafen? Oh, wow. Hoppala, wo kommt das plötzlich her? So ist doch mal ganz eine normale Frage. Nein, ist es nicht, aber wurscht. Ja, habe ich. Du? Ja, ich auch. Wollen wir das bleiben lassen? Was, das mit uns? Nein, das mit anderen. Ich meine, das mit dir, das fühlt sich schon nicht falsch an. Irgendwie entspannt. Ja, vielleicht ist es aber auch nur deshalb entspannt, weil wir es nicht gleich mit Erwartungshaltung füllen. Wer spricht denn gegen Erwartung, wenn es erfüllt wird? Moritz, du hast Fragen. Geh mal. Ja. Ich hol nur schnell meine Sachen. Ciao, Conny. Alles Gute noch einmal. Danke. Was machst denn du heute noch? Was soll ich noch kurz machen? Naja, weil Geburtstag und so. Ich gehe nach Hause. Ah ja, okay. Dann bis morgen. Ja, ciao. Ciao. Nein. Das Wichtigste ist die Pause zwischen alles und wird. Verstehen Sie? Nein, alles wird gut. Wirklich? Ja. Wow, ein Drosenmeter hätte ich gern. Hast du Witze? Ich habe einen. Nein. Ja. Aber das ist sicher urschwer, einen Aufstellungsort zu finden, oder? Ja. Und du und der Moritz, ihr seid jetzt fix zusammen? Nein. Sorry, Leute, kann losgehen. Okay. Dein Schubano. Ah, danke.
Das Bad ist frei. Da schaut er das an. Die Rotenstein macht sich so wichtig, drängt sich in jede Zeitung hinein. Mhm. Ja, natürlich schreibt die so Sattel eine Doppelseite, nur weil sie ein Kinderheim besucht hat. Benefiz oder irgend sowas. Naja, die macht wenigstens was Sinnvolles mit ihrer Popularität. Nein. Kannst du ja auch machen. Meinst? Ja, das Bad ist übrigens frei. Da. Mr. Gustav vergangen. Du, Otto? Hm? Was hast du denn eigentlich gestern Abend gemacht? Wir haben gestern noch auf den Geburtstag von deinem Sekretär angestoßen. Wie heißt der? Moritz. Ja, der Moritz. Moritz. Wer könnte ihn vergessen? Na, du offensichtlich. Was denn? Den Moritz vergessen. Welchen Moritz? Ja, meinen Assistenten. Der ist übrigens 29 Jahre alt geworden. Jetzt holt er mich bald ein. Warum habt ihr mich nicht gefragt, ob ich mitkommen mag? Du, ich glaube, die anderen wollten nicht auch noch ihre Freizeit mit der Chefin verbringen. Die anderen? Und du? Du bist ja nicht meine Chefin. Naja, schon. Nein, die einzige Chefin, die ich habe, ist das Publikum. Ein Benefiz von Otto Gianni Hohenburg. Was die Rotenstein kann, kann ich erlangen. Hunger in Afrika. Ist das Bad schon frei? Oh, ich frag nicht, wie ein Schritt in meinem Leben um Erlaubnis. Entschuldige, du leitest eine Firma, die unsere Böden vergiftet. Und jetzt wirst du auch noch der Anwalt deiner Ex-Frau in dem Prozess, den ich gegen sie führe. Geht's noch? Ja, jetzt zeig doch ein bisschen Größe. Größe hat mich jedenfalls nicht ins Kanzleramt gebracht. Ich seh's halt so. Es zeugt von deiner Großzügigkeit, dass es dir nichts ausmacht, wenn dein Mann deine Gegenspielerin verteidigt. Dass sie den ORF leitet, macht sie noch lange nicht zu einer Gegenspielerin auf Augenhöhe. Doch, Margot, das ist sie. Sonst würdest du nicht so reagieren. Wie bist du an der Security vorbeigekommen? Ich stehe auf der Gästeliste. Wir haben überhaupt keine Gästeliste. Das Problem ist, wir können da herum argumentieren, wie wir wollen. Ja, Karl, ich weiß. Tatbestand ist erfüllt. Wir haben etwas über deine Frau berichtet, was nicht gestimmt hat. Ja. Hast du eigentlich die Informantin jemals getroffen? Ja. Und? Können wir die vorladen? Nein. Wir haben den Kontakt zu ihr verloren. Das ist alles nicht gut. Schau, ich habe dem Penninger damals eh gesagt, wir können nur Aussagen verwenden, die zu beweisen sind. Er hat sich halt nicht daran gehalten. Und eins muss ich schon sagen. Fast alles, was von dieser Informantin gekommen ist, hat gestimmt. Dann müssen wir die finden. Genau. Guten Tag, willkommen beim Wetter. Guten Tag. Willkommen beim Wetter. Willkommen. Guten Tag beim Wetter. Na, gar nicht gut. Hey. Gestern beim Geburtstag von Moritz. Wieso flüsterst du? Keine Ahnung. Also, guten Tag. Willkommen beim Wetter. Also, wir haben uns so gut unterhalten und du bist dann offensichtlich zu Moritz. Ich wollte mir sagen, ich hoffe, dass du es nicht falsch verstanden. Nein, ich habe es genauso verstanden, wie es gemeint war. Okay. Also, wenn ich dich irgendwie plump angemacht habe, dann war das total daneben. Sorry. Ja, gut. Mehr Kaffee? Ich gern holen. Santa? Was habt denn ihr heute gefrühstückt? Also, ich heute nur ein Müsli.
bist so schön. Geheimnisvoll und doch auch anmutig. Ja, du bist wunderschön. Hannelore. Was könnte ich für dich tun, Otto? Ich bin gekommen, um... Nein, ich möchte ehrlich zu dir sein. Ich bin gekommen, um dich um einen Gefallen zu bitten. Aber jetzt, wo ich hier stehe, denke ich mir, man kann sich doch nicht bei jemandem melden, den man jahrzehntelang ignoriert hat. Also, das ist schändlich und so ein Otto will ich nicht sein. Ich hätte dich nicht anrufen sollen, verzeih mir. Heute vielleicht nicht. Damals schon. Ja, und diese Reihenfolge bringe ich immer durcheinander. Es tut mir leid. Adieu. Ich habe ja auch nicht gefragt, was ich tun soll, sondern was ich tun könnte. Und jetzt bist du schon da. Also sag. Also wenn du mich so fragst, also quasi darauf bestehst, dann möchte ich dich nicht noch einmal enttäuschen. Es wäre ja unhöflich. Und so ein Otto will ich schon gar nicht sein. Ein Otto, der die Hilfe, die ihm angeboten wird, einfach nicht annimmt, nicht? Es geht um Afrika. Aha. Wir sind dein Mostviertel. Ja, aber du siehst afrikanisch aus. Ja, Menschen in Afrika sehen sehr unterschiedlich aus. Ja, aber die wenigsten heißen Hannelore. Wo du recht hast. Ich bin ja erfolgreich, also sehr erfolgreich. Ich bin so erfolgreich, dass Leute mich entführen. Und da habe ich mir gedacht, Otto, habe ich mir gedacht, du bist so erfolgreich. Irgendwann im Leben kommt der Zeitpunkt, wo man auch etwas zurückgeben muss. Ich krieg meine Miles Davis LP wieder, die du mir damals geklaut hast. Von dir war die. Es ist groß Hannelore drauf gestanden. Und ich habe mich noch gewundert. Es steht Hannelore drauf, klingt aber wie Miles Davis. Wie kommt da jetzt? Ach so, ja, das wollte ich dir gerade erklären. Was macht sie hier? Ich hab doch gesagt, wir dürfen uns nicht treffen. Und wieso habt ihr noch diese... Na echt, ihr zwei. Wir sind ausgeflogen, Lukas. Was soll das heißen? Bei uns war eine Hausdurchsuchung. Ein Haftbefehl steht, wir sind auf der Flucht. Okay. Okay. Und wie sind Sie draufgekommen auf uns und den Otto? Darum geht's nicht. Ist ja ein Wahnsinn. Wenn das stimmt, wenn diese Männer, wenn die das wirklich machen, dann zerstören die ja jedes Ackerland. Genau das wollten wir stoppen. Indem man Karl, Cheryl und Wu entführen. Scherz, oder? Und was genau soll das bringen? Macht doch was Gescheites draus, veröffentlichen. Du weißt genau, dann gibt's einen Tag Aufregung und es passiert genau nichts. Du musst das zu Ende bringen. Die Polizei wird uns bald holen. Wir könnten sagen, dass nur wir beide das waren. Nein, lass mich da raus. Ich will damit nichts zu tun haben. Behalt das ruhig. Du willst auf der richtigen Seite stehen, Lukas. Ich weiß das. Du musst weitermachen. Ich verstehe nicht, warum ich ihn schon wieder abholen soll. Weil heute Mittwoch ist und wir gesagt haben... Wir haben gesagt, ich habe einen ungeraden Mittwochen. Aber gefühlt fällt der Mittwoch viel öfter auf einen ungeraden Tag als auf einen geraden. Bitte, das kann ja wohl nicht sein. Doch, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mittwoch auf einen ungeraden Tag fällt, ist 51%. Ha! Es gibt einfach mehr ungerade Tage im Jahr. Vor allem direkt nach den geraden Tagen. Geht's dir nicht gut, Lukas? Doch, alles gut. Ich kann den Franz heute holen. Okay, ich gebe dem Kindergarten Bescheid. Ich weiß nicht, ob sie dir den sonst geben. Danke. Jeder Kontakt ist immer über den Penninger gelaufen. Und Quellenschutz heißt bei uns auch, dass man das vor den Kolleginnen geheim hält. Und wer schützt mich? Ja, genau. Wer schützt denn Sie? Ich meine, wo kommt ihr her? Was ist Ihr Hintergrund? Darüber werden Sie ja nachgedacht haben. Selbstverständlich. Vor allem auch, woher sie diese vielen Infos hatte, die ja fast alle auch gestimmt haben. Nur bei einem ist sie falsch gelegen. Hatte die noch eine Rechnung mit der Bundeskanzlerin offen? Sie sind ja mit der Bundeskanzlerin verheiratet. Ja. Aber jetzt als Anwalt meiner Ex-Frau hier. Verstehen Sie das? Ja, warum nicht? Ich glaube, die wollte der Kanzlerin eines auswischen. Und ich glaube, dass dahinter ein politischer Gegner der Kanzlerin steckt. Nein.
Mann? Der Innenminister. Genau. Wer hat hier eigentlich wen reingelegt? So, nehmt euch jetzt bitte alle einen Sessel, macht es euch gemütlich. Madeleine, da wäre noch ein Sessel für dich. Steh lieber, danke. Also, ihr seid meine allerwichtigsten Freunde. Ihr kennt mich am besten, euch kann ich nichts vormachen. Deshalb wisst ihr auch, dass ich niemals an mich denke, sondern immer zuerst an die Leute, die leiden. Manche leiden darunter, dass ich so selten moderiere. Andere leiden wirklich zum Beispiel am Hunger. Und in Afrika ist beides der Fall. Otto, wir müssen weiterarbeiten. Einen Augenblick. Und ganz Afrika wäre selbst für mich zu groß gewesen. Deswegen habe ich mich für ein Land entschieden. Ein Land, um was zu machen, das verstehe ich jetzt nicht. Mach dir keine Sorgen, ich auch nicht. Also andere Prominente haben ja auch Hilfsprojekte. Und ich habe jetzt auch eines. Ich helfe ab sofort Marokko. Otto hilft Marokko. Ich nenne es Marotto. Da haben Sie sicher sehr lange drüber nachgedacht. Nein, stell dir vor, zack, und es ist mir eingefallen. Genial, oder? Und das ist jetzt was genau? Ich bin hier auf einer meiner zahlreichen Reisen. Ich bin in Marokko. Und die Kinder hier brauchen ihre Hilfe, denn sie haben Hunger. Und? Hast du schon was mitgegessen? Ja? Entschuldigen Sie, Otto, aber... Sie sehen, die Kinder haben Hunger. Also bitte spenden Sie, damit es denen besser geht. Gell? Passt. Das ist marokkanisch und heißt ja. Marotto. Otto für Marokko. Spenden Sie jetzt. Also, das ist mir jetzt zu blöd. Da. Für die Giraffe. Otto! Dein Mann. Jetzt sag das nicht so vorwurfsvoll. Es geht um deine Frau. Sind wir denen auf den Leim gegangen? Ich bin mir sicher, dass der Barnabas nicht dahinter steckt. Ach so, weil er zu blöd ist für sowas. Sagen wir so, nicht raffiniert genug. Außerdem ist er doch viel zu eitel. Der wäre doch schon längst prahlerisch damit herausgeplatzt. Okay. Deine Frau hingegen, die ist ein wandelndes Amtsgeheimnis. Vielleicht steckt sie ja dahinter. Ach, meinst du? Mir hülfe es, wenn du nicht so herumreden würdest. Hülfe? Also wenn ich vergessen hätte, warum ich dich verlassen habe, jetzt wüsste ich es wieder. Wer Hülfe sagt, dem müsse ich nicht so helfen. Tilia, wenn wir jetzt nicht sehr konzentriert herausfinden, wer hier eigentlich unsere Gegner sind, dann haut's uns aus der Kurve. Ich kümmere mich um den Barnabas, du um die Wo. Alles klar. Haben wir jetzt? Nein. Nein. Nein, wir haben nicht. Aber wir haben. Natürlich nicht. Gut, natürlich nicht. Wir haben nicht, Karl. Haben wir? Nein. Wir haben nicht. Nicht im Geringsten. Nichts passiert. Du nimmst dieses Video sofort wieder runter. Ich hab dir heute schon in der Früh gesagt, du bist nicht meine Chefin. Und Sie verdoppeln dann auch alle Spenden? Nein, ich bin ja nicht vollkommen verrückt. Aber worin besteht dann genau Ihre Hilfe? Entschuldigung, ich bin extra nach Afrika gefahren, um mit diesen Kindern zu reden. Otto, in Marokko haben die Kinder ORF-T-Shirts an. Die habe ich Ihnen mitgebracht. Es gibt übrigens keine marokkanische Sprache. Es gibt auch keine marokkanischen Giraffen. Das weiß ich doch. Ich bin ja nicht vollkommen vertrottelt. Ich bin Journalist. Aber die Leute da draußen wissen das nicht. Ja? Und die da draußen sollen wissen, dass ich Gutes tue. Ich spende ja das Geld wirklich. Warum eigentlich Marokko? Das ist eine gute Frage. Zuerst habe ich mir gedacht, Äthiopien. Aber Marotto klingt so viel besser. Otto, das ist eine Dienstanweisung. Du nimmst das Video sofort wieder runter. Ja, hat erst 100 Aufrufe, wir sagen halt, ja, es war Comedy. Dafür ist es zu spät. Die Abendausgabe vom Morgenexpress. Hilft er jetzt, Girafrika? Der ORF-Star ist gerade erst aus Afrika zurückgekommen. Mir war klar, dass ich helfen muss, sagte der sichtlich bewegte Publikumsliebling. Die Generaldirektorin war sofort begeistert, als ich ihr von der Idee erzählt habe. Die Mama weiß davon? Klassischem Sinn, weil gesagt habe ich es ja so,
nicht. Du gefährdest das Image des ORF. Du gefährdest das Bild der Wetterredaktion. Und du gefährdest das Image, das die Leute von dir haben, die gar nicht so dumm sind, wie du glaubst. Otto, du warst im Blenden schon mal besser. Niemand blendet so gut wie ich. Ich will doch nur endlich einmal etwas richtig machen. Ja, was richtig machen und sich wichtig machen, ist aber nicht dasselbe. So, die Sandra moderiert heute mit Moritz. So, Folgendes. Sie hat mir gar nichts zu sagen. Sie ist nicht meine Chefin, nicht? Aber Vorschlag, warum moderiert's nicht ihr beide heute statt mir? Da, ich brauch Türen, die ich zuschmeißen kann. Ich bin spät zu einem Termin. Ich bin in einer Stunde wieder da. Wo geht die jetzt hin? Keine Ahnung. Aber ich vermute mal ein Zunder-Date. Wie? Na, Date halt. Sie ist auf der Zunder-App. Warte, das weißt du, weil... Keine Erwartungshaltungen. Hallo? So, bist du denn schon hier? Und wo ist Ina? Ich habe sie schlafen gelegt. Aha. Warum? Weil wir reden müssen. Es ist doch sonst nicht unsere Art. Du musst Geschäftsführer bei Semena bleiben. Aha. Warum? Weil die Presse sonst fragt, warum du dort nach ein paar Wochen wieder rausgehst. Die werden Verdacht schöpfen. Einen solchen Skandal kann ich gerade nicht brauchen. Und noch etwas, was gar nicht geht, ist, dass du als Anwalt deine Frau vertrittst, wenn ich sie gerade verklage. Das muss aufhören, Karl. Verstehst du das nicht? Es geht nicht. Ich bin zu weit. Was soll das heißen, ich bin zu weit? Wir haben, also meine Ex-Frau und ich, wir haben heute die Frau gefunden, die die Informationen zugespielt hat. Ihr habt die gefunden? Ja. Wer ist es? Anwaltliche Schweigepflicht, du weißt ja. Ich muss mal schnell den Mist runtertragen. Sag mal, willst du mich verarschen? Hast du eigentlich verstanden, was ich dir gesagt habe? Ja, Margot, das habe ich. Aber wir müssen hier eine chinesische Mauer zwischen uns errichten. Wir können nicht über den Prozess reden. Entschuldigung. Und genau deshalb musst du damit ja auch aufhören. Das geht nicht, Karl. Verstehst du das denn nicht? Kannst du mir das nicht einfach sagen? Schauen, wie du ausschaust, du feige Sau. 29 Jahre alt, hä? Das Einzige, was hier 29 Jahre alt ist, sind vielleicht die Fotos, die du von dir auf Zunder gestellt hast. Du hast überhaupt nicht das Recht, mich auch nur anzuschauen und dir zu denken, nein, die ist nicht fuckable genug, weil bitte,
schau dich an. Ich hab so satt, dass ihr Männer glaubt, ihr habt das Recht, über uns zu urteilen und zu einer Fußnote in eurem Leben zu machen. Chefin, Partnerin, nie sind wir gut genug. Wir machen eine Woche Kur mit 200 Gramm Übergewicht, aber ihr seid männlich mit eurem Dead Body. Aber ich sag dir eins, unser Leben, das dreht sich nicht um euch. Ich hab echt Besseres mit meiner Zeit zu tun, als mich um eure scheiß Minderwertigkeitskomplexe zu kümmern, die ihr wie so eine Trophäe vor euch hertragt. Ihr alle, alle, geht das in ein kleines, dummes Hirn rein, du Sau! Bah! 3, 6, 1. Gut gemacht, Karl. Danke. Frau Generaldirektorin. Nein. Ich habe jetzt gerade gar keine Zeit. Aber bestellen Sie mir bitte was beim Asiaten. Danke. Mache ich gleich, aber ich glaube, es ist mal wieder soweit. Mhm. Barnabas, ich gebe dir jetzt deine Nummer und du findest heraus, wem sie gehört. Sie müssen den Otto zurückpfeifen. Entschuldigung, du bist der Innenminister. Der Karl hat der Wu gesagt, wir hätten die Informantin enttarnt und die hat dann sofort diese Nummer angerufen. Ja, genau. Ich SMS sie dir gleich, ja? Astrid? Was ist denn mit dem Otto? Also der Otto? Nein, ich will's doch nicht wissen. Ich habe jetzt Besseres zu tun. Wie Sie meinen. Ich sage nur marokkanische Giraffe. Gegrillt oder gekocht? Weißt du, Franz, wenn eine Firma den einzigen Samen herstellt, der auf unseren Böden noch sprießt, dann bedeutet das Millionen Tote in der dritten Welt, wenn nicht sogar Milliarden. Das sind 1000 Millionen. Wie soll man solche Leute stoppen? Hallo Conny, bist du vielleicht wütend? Ja, sehr. Und warum bist du wütend, Conny? Willst du das wirklich wissen? Nein. Na gut. Fangt euch nur nichts mit den Männern an. Guter Tipp, leider zu spät. Servus Patrick. Du, ich muss mit dir reden, kannst du herkommen? Nein, das geht nicht. Ich hab den Kleinen da. Ein Baby halt. Nein, keine Angst. Ich hab den nicht gezeugt. Ja, du, komm bitte einfach her, okay? Ja, aber dann ist es halt ein Wertkartentelefon und man kann ja trotzdem herausfinden, wem es gehört. Sag einmal, wozu leistest du dir einen Geheimdienst? Ja, aber die Polizei ermittelt doch schon in diesem Fall. Soll ich die Justizministerin anrufen oder tust du das? Na eben. Also, danke, Baba. Frau Generaldirektorin. Hat das wieder mit dem Otto zu tun? Ja. Astrid? Ich habe schon einmal gesagt, der Otto hat für heute einfach nur Pause. Liebste, ich muss mit dir reden. Was haben's denn, Otto? Die Susattel kommt jetzt gleich vorbei. Sie möchte für die morgige Ausgabe des Morgenexpress noch ein Gespräch mit mir über meine Afrika-Reisen führen. Und Sie waren noch nie in Afrika, oder? Das stimmt so nicht. Ich war mal beinahe in Ghana. Ist dann doch Linz war. Schauen Sie mal, Otto. Sie trennten. Was? Wo? Nicht trennen, trennen. Ach so. Da, Marotto. Ganz oben in der Trendline. Ja, kein Wunder. Kein Wunder. Weil die Leute es zu schätzen wissen, dass sich jemand für eine gute Sache einsetzt. Dass sich jemand endlich um die Kinder kümmert. Nein, Otto. Die Leute machen sich lustig über Sie. Na, Blödsinn. Und Marotto war dann als Name vielleicht gar nicht so gut gewählt, wie Sie glauben. Wieso? Als nächstes sieht er nigerianische Eisbären, ägyptische Pinguine, der Kenia-Elch. Ah, und eine Hannelore hat unter dem Hashtag Return Miles Davis ein Foto gepostet, das die Filmaufnahmen mit ihnen, dem Kind und der Giraffe zeigt. In einem Safari-Park.
Ja, als ob es in Marokko keine Safari-Parks gäbe. Ja, zumindest keine, wo Sie zwischen zwei Terminen am Königlberg schneller mal hinfahren können. Sie müssen das aufklären. Am besten gleich mit der Susattel. Entschuldige, ich trende. Ich kann da jetzt keinen Rückzieher machen. Ich muss bei der Geschichte bleiben. Otto, in einem Kartenhaus kann man nicht wohnen. Lässt sich schwer heizen. Entschuldige, Lukas, aber du hast ja genau gewusst, dass die völlig durchdraht sind. Die von der Entführung. Das hat sich erledigt, wenn die jetzt verhaftet werden. Und du glaubst, dass die verpfeifen? Schau, Luki, vielleicht passiert das eh. Und du musst dich stören. Ich meine, die Jana weiß es, ich weiß es, die anderen beiden wissen es. Sowas lässt sich auf Dauer nicht vertuschen. Und dem Otto wird es auch aufgefallen sein. Dem sicher nicht. Was glaubst? Komm ich halt ins Gefängnis. Also ich kann nicht für die Mama sprechen, aber ich komme dir auf jeden Fall besuchen. Man muss den Karl Czerny stoppen, Patrick. Hör jetzt auf, Lukas. Lass den Typen in Ruhe und geh zur Polizei und stör dich. Versprichst du mir das? Ja, gnädigste. Otto, wie haben wir es denn? Ja, wenn ich Sie sehe, dann haben wir es gleich viel, viel besser. Also ich freue mich so, dass Sie extra gekommen sind, um ein Interview mit mir zu machen. Wird es denn eine Titelseite? Worauf Sie sich verlassen können. Heute sind Sie ja besonders anmutig herausgeputzt. Für mich? Sagen wir so, extra für dieses Interview. Weil das Outfit habe ich in Casablanca gekauft. Ja, Ihr Geschmack war immer schon sehr außergewöhnlich. Wissen Sie, wo Casablanca liegt? Marokko? Richtig. Dort habe ich mir dieses Outfit gekauft. Und Ihnen habe ich auch etwas traditionell Marokkanisches mitgebracht. Danke. Ich war nämlich schon oft in Marokko. Sie eigentlich auch? Schauen Sie so, es geht darum, Gutes zu tun für die Kinder in Afrika. Ich bin mir nicht sicher, was die davon haben, wenn sie im Internet trenden. Ja, ich will ja Spenden sammeln, nicht? Ah, da haben Sie sicher schon eine Organisation für die Mittelverteilung gefunden. Nun, das... Um das Spendegütensiegel angesucht? Ja, das muss dann Schritt für Schritt... Ein Spendenkonto eröffnet? Sagen Sie, was wollen Sie eigentlich von mir? Antworten. Also gut. Es ist alles wahr. Ich war schon oft in Afrika, bei den Kindern. Ich will ja nur helfen. Wo in Afrika waren Sie denn? Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein. Nicht doch. Ich bin Journalistin. Was soll ich mit Aufrichtigkeit? Soll ich noch ein bisschen tanzen? Und daher sehe ich es als meine Pflicht an, Sie eindringlich vor der Spendenaktion Marotto zu warnen, die Otto Czerny Hohenburg im Auftrag von Tilia Konstantin, der Astrid? Generaldirektorin, gestartet hat. Das ist nicht seriös. So wurde sogar die österreichische Botschafterin ins Außenministerium in Rabat zitiert. Tilia Konstantin fährt den ORF an die Wand. Der braucht einen Neuanfang. Astrid! Sowas müssen Sie mir doch sagen. Was? Der Otto! Sitzungssaal. Ja, hier im vierten Stock, hat die Jana gesagt. Warum holt er überhaupt diese Journalistin ins Haus? Hier sind wir. Ja, da schau her, die Tilia. Ja, da schau her, der Otto. Das Interview ist beendet, Sie müssen jetzt leider gehen. Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Ich möchte, dass du anerkennst, dass ich versucht habe, afrikanischen Kindern zu helfen. Da geht's nicht um mich. Entschuldigung. Und du hast behauptet, ich hätte dich beauftragt, im Namen des ORF eine Spendenaktion durchzuführen. Entschuldigung. Sag mal, geht's noch? Können Sie mich eigentlich sehen? Natürlich können wir Sie sehen. Sie stehen ja noch da. Gehen Sie jetzt bitte. Tilia,
Ich bin kein Idiot. Und wenn es manchmal so wirkt, als wäre ich einer, dann nur deshalb, weil ich will, dass es so wirkt, als wäre ich ein Idiot. Dass ich mich auf den ORF berufen habe, das war ungeschickt. Es tut mir auch leid. Es ist mir passiert. Ich bin da einfach nicht mehr rausgekommen. Schau, ich bin der beliebteste Moderator des Landes. Sagt wer? Die Meinungsumfragen deiner Freundin Sue Sattel im Morgenexpress? Ja. Und die Zuschauerpost. Und die Zuschauerzahlen. Der Benefiz ist perfekt. Ich helfe der guten Sache und die gute Sache hilft mir. Es gibt keine Giraffen in Marokko, Otto. Ja, aber es gibt auch keine sprechenden Bienen. Und trotzdem haben wir es im Kinderprogramm. Wir haben die größten und besten Spendenaktionen des ganzen Landes im ORF. Verstehst du nicht, dass du die alle unglaubwürdig machst? 95% der Bevölkerung dieses Landes finden mich sehr bzw. ziemlich glaubwürdig. Ja, da kannst du froh sein, dass du diesbezüglich noch nicht abgetestet worden bist. Und ja, du führst das Unternehmen, aber ich stehe für dieses Unternehmen. Das ist das Auge des ORF. Direktoren, die kommen und gehen. Aber dieses Gesicht schaut seit 30 Jahren aus den Fernsehkasteln in die Wohnzimmer dieses Landes. Wenn es nicht gerade völlig besoffen in irgendwelchen Kaschemmen abhängt. Oh ja, und übrigens, die Aktion wird gestoppt. Dienstanweisung. Ansonsten Suspendierung. Du glaubst doch nicht, dass du mich ersetzen kannst. Was willst du machen? Mich durch irgendeinen dahergelaufenen Trankler ersetzen oder was? Astrid, bringen Sie mir bitte den Ordner. Den Ordner? Den Ordner. Gehst du auf ein Kostümfest? Nein. Wir haben heute Nacht noch einen Einsatz gegen das illegale Glücksspiel. Irgendwer wird mir sicherlich einmal erklären, warum das legale Glücksspiel besser sein soll. Das ist ganz einfach. Nein, nicht jetzt. Wozu der Aufzug, Barnabas? Du bist doch kein Polizist. Nein, bin ich nicht. Sieht aber auf den Pressefotos geiler aus. Bin umgeben von Menschen, die glauben, dass das Leben auf Hochglanzfotos stattfindet. Weil die Alternativen scheiße sind. Hast du was herausgefunden? Ja. Die Telefonnummer. Ja, und? Die gehört dem Innenministerium. Die Kanzlerin, deine Feindin, meine Feindin, ruft in deinem Ministerium an, wenn sie sich von uns in die Enge getrieben fühlt. Ist erstaunlich. Ja, und beunruhigend. Und wem bei euch gehört die Nummer? Niemanden. Das ist ein Einsatztelefon. Das ist nicht fix zugeteilt, es ist anonym. Ihr dürft also ein anonymes Telefon haben. Nur die normalen Menschen nicht. Seit wann interessieren dich, Tilia Konstantin, was normale Menschen dürfen? Aber ihr habt doch sicherlich Protokolle, wo man einsehen kann, wo wer wann dieses Telefon hatte. Ja, also grundsätzlich ja. Sind leider geschreddert worden. Jetzt stehen wir wieder am Anfang. Das ist ja spitze. Da gebe ich gleich eine Pressekonferenz. Wirklich, du und der Moritz habt das super gemacht. Zum ersten Mal haben sich beide Moderatoren an den Text gehalten. Ich halte mich immer an den Text. Du eh. Hey, und? Was sagst? Wozu? Zur Sendung. Unsere? Ja, zum ersten Mal mit Sandra und Moritz. Ich hab's nicht gesehen. Warum eigentlich nicht? Ihr habt die Zeit übersehen. Was ist denn los? Ich habe echt Besseres mit meiner Zeit zu tun, als mich um eure scheiß Minderwertigkeitskomplexe zu kümmern, die ihr wie so eine Trophäe vor euch hertragt. Ihr alle, geht das in ein kleines, dummes Hirn rein, du Sau! Das bin doch nicht ich.
Oh ja. Und so habe ich als Innenminister keinen Tag geruht. Unermüdlich war ich auf der Suche nach den Entführern. Ich kann jetzt die Verhaftung von zwei Personen bekannt geben. Und sie haben nicht alleine gehandelt. Mit dabei war auch noch eine andere Person. Nämlich die Terroristin Maria Gruber. Und ich bin mir sicher, wir kriegen auch sie bald. Der. Rückfall. Vielleicht der. Aber der hat doch schon vom Saufen so eine rote Nase. Also ich glaube, das Foto ist im Fasching aufgenommen worden. Das glaube ich nicht. Der. Den kenne ich. Der kann das. Was ist? Geh mal. Wir beide? Ich vertraue niemandem mehr als Ihnen, Astrid. Das ist schön. Sogar mehr als Ihrem Mann? Mehr als allen meinen Männern zusammen. Hallo? Schlüssel vergessen. Okay. Du hast Besuch. Ich glaube, hier bin ich richtig. Karl, wo warst du? Hä? Ich war laufen. Bis jetzt? Ich habe mir Sorgen gemacht. Um mich muss man sich keine Sorgen machen. Bist du sicher? Nein. Mir genau zu, was ich Ihnen jetzt sage. Ich werde mich nicht wiederholen. Auf Sie ist ein Attentat geplant, weil Sie Geschäftsführer von Semina sind und Skala zerstören. Dahinter steckt der Blaue Planet. Hä? Angeführt von Maria Gruber, einer Terroristin, die seit Jahrzehnten gesucht wird. Hä? Ich, in 40 Stunden gehe ich mit den Informationen an die Öffentlichkeit. Hä? Passen Sie auf sich auf. Was? Hä? Otto? Die Afrika-Aktion ist abgeblasen, aber ich habe schon eine andere gute Sache gefunden, für die ich mich zukünftig einsetzen werde. Aha. Ja. Ich werde Werbung für deinen Safari-Park machen. Ah ja. Ignaz Klar. Seit wann ist denn der Mann im Krankenstand? Seit Jahren. Sind Sie sicher? Nein. Ich meine, wir können immer noch umdrehen. Wir müssen den Otto stoppen. Ja, aber so? Ja. Komm, ey. Hier wohnt der Mann, der das neue Gesicht des ORF werden wird. Und er wird die Leute begeistern. Mit Intelligenz, mit Charme, mit Witz. Mit Slivovitz.